Ja, guten Tag. Ich begrüße Sie zur letzten Vorlesungswoche. Wir sind mit dem Stoff eigentlich durch. Ich werde also heute Wiederholung machen, Zusammenfassung und im Mittwoch im Endeffekt auch. Und meine Übungsleiter werden da halt auch entsprechend im Prinzip möglichst viel tun, um Sie auch ein bisschen auf die Prüfung vorzubereiten. Wir sind da auch sehr offen gegenüber Vorschlägen, was Sie da am liebsten hören wollen, außer den Klausuraufgaben selber, da werden wir uns nicht zu äußern. Ja, kurze Wiederholung, was wir letztes Mal gemacht haben. Wir sind mit dem Optimierungskapitel zu Ende gekommen, haben zunächst nochmal systematische Suche zu Ende gemacht, Branch and Bound als ein weiteres algorithmisches Entwurfsmuster, uns dann ein ganz einfaches Entwurfsmuster lokale Suche angeschaut. Davon wiederum die einfachste Variante war Hillclimbing, also einfach immer nach lokalen Verbesserungen suchen. Das Problem war, dass man damit halt nur lokale Optima findet. Selbst da muss man auf die Nachbarschaft achten. Und wir haben uns dann ein bisschen angeschaut, wie kann eine lokale Suche aussehen, die auch Verschlechterungen hinnimmt und trotzdem zu guten Lösungen am Ende kommt. Da hatten wir Simulated Annealing als eine Variante, wo die Hauptidee ist, dass man halt am Anfang auch große Verschlechterungen hinnimmt und gegen Ende dann immer wählerischer wird und dann irgendwann gegen Hillclimbing konvergiert. Wir hatten dann noch ganz kurz geschaut auf evolutionäre Algorithmen als eine Verallgemeinerung der lokalen Suche, wo ich also einerseits nicht nur eine aktuelle Lösung modifiziere, sondern eine ganze Population. Und das nicht nur auf eine triviale Weise, dass ich die einfach mutiere, sondern dass ich mir auch jeweils zwei Lösungen nehme und Kombinationen daraus versuche zu berechnen. Ja? Dann hatten wir zusammengefasst die verschiedenen Optimierungsverfahren, die wir kennengelernt hatten. Greedy, systematische Suche, lineare Programmierung als Blackbox-Verfahren, dynamische Programmierung, ganzzahlige lineare Programmierung, lokale Suche und evolutionäre Algorithmen. Und die haben halt alle ihre Vor- und Nachteile. Und man muss aber die Techniken kennen, weil wenn man jetzt eine neue Anwendung vor sich hat, muss man halt schauen, welche der Verfahren hier erfolgversprechend sind. Was man dann auch ganz oft macht, ist, dass man erstmal mit was Simplem beginnt. Und zwar entweder schnell und einfach, aber ungenau mit Greedy oder am anderen Ende anfängt systematische Suche. Vielleicht hat man ja kleine Instanzen und kriegt es sogar gelöst. Ja? Und das dann weiter eingrenzt. Diese Blackbox-Methoden sind natürlich auch oft einfach da, erste Lösungen zu kriegen. Dann dynamische Programmierung muss man schon ein bisschen mehr auch selber in Verständnis der Problemanalyse reinstecken. Und dann ist es tatsächlich ganz oft so, dass die Verfahren hier alle nicht wirklich der Weisheit letzter Schluss sind und man dann halt eher so diese Frickellösungen braucht, die dann ganz oft was mit lokaler Suche, evolutionären Algorithmen und ähnlichen Techniken zu tun haben. Da ist es dann aber oft so, dass sie dann das, was sie vorher geleistet haben, durchaus verwenden können. Man wird dann oft einen Greedy-Algorithmus für eine Anfangslösung verwenden oder um zum Beispiel typischer Operator bei genetischen Algorithmen ist, man nimmt zwei Lösungen, sucht sich Gemeinsamkeiten und bei denen sagt man, okay, die Auswahlentscheidungen, bei denen sich beide Lösungen einig sind, die nehme ich und dann baut man zum Beispiel eine Greedy-Heuristik, die dann den Rest zusammenbaut, um dann wieder zu einer neuen Lösung zu kommen. Also das, was man hier investiert hat, ist nicht immer verloren. Ja? Oder man benutzt lineare Programmierung, lineare Relaxationen, um irgendwelche Schranken auszurechnen in der systematischen Suche und so weiter. So. Dann komme ich jetzt zur Zusammenfassung der ganzen Vorlesung, nicht nur des Kapitels. Und was mir da ganz wichtig ist, dass Sie sich in Erinnerung rufen, dass dies keine reine Vorlesung ist, Sander steht da und macht jeden Tag einen neuen Algorithmus, ja? Und wieso dann diese Algorithmen? Das sind jetzt die Basisalgorithmen, die sind sowieso schon in irgendwelchen Bibliotheken drin, was soll denn der Quatsch? Ja?
So ähnliche Kommentare habe ich gehört, meistens etwas höflicher formuliert, aber das kann auch ein Eindruck sein, der entsteht, aber das ist nicht ganz richtig, weil eigentlich fast wichtiger als die Konstruktionen und Algorithmen, die Sie da lernen, sind die Entwurfanalysetechniken. Es gibt auch Kollegen, die dann sagen, okay, diese Vorlesung nicht strukturieren nach welches Problem löse ich denn jetzt, sondern nach den Entwurfstechniken. Das finde ich auch durchaus sinnvoll, kann man machen. Nur es gibt so viele Entwurfstechniken und die meisten konkreten algorithmischen Probleme verlangen eigentlich die Kombination von mehreren Entwurfstechniken, dass ich das eigentlich dann am Ende doch nicht so sinnvoll finde und es irgendwie naheliegender ist, sich sozusagen Beispiele zu studieren, die aufeinander aufbauen und dann immer wieder dazu zu sagen, hier sind die Techniken. Und das Gleiche gilt für die Analysetechniken. Also wir wollen ja nicht nur Algorithmen entwerfen, sondern auch verstehen. Und da ist neben einem Korrektheitsbeweis eben auch eine Effizienzanalyse wichtig. Und da habe ich natürlich auch einiges vorgestellt. Und ich möchte jetzt einfach anhand dieser Freiheitsgrade nochmal zusammenstellen, was wir denn kennengelernt haben. Und vielleicht ist das dann auch der Moment, wo man dann ein bisschen mehr die Zusammenhänge versteht, als wenn man immer nur die einzelnen Probleme vor sich hat. Deshalb ist mir dieser Teil der Vorlesung eigentlich ziemlich wichtig. Also erstmal die naheliegenden Sachen. Welche Datenstrukturen haben wir kennengelernt? Wir haben begonnen mit verketteten Listen und Feldern, auch unbeschränkte Felder und Ableitungen von diesen beiden Basisrepräsentationen eigentlich, nämlich die abstrakteren Datenstrukturen, Stapel, First-In, First-Out-Queues, Double-Ended-Queues. Ja. Dann gab es ein ganzes Kapitel über Hashing. Da hatten wir zwei Implementierungen kennengelernt. Da ging es vor allem um die Kollisionsauflösung, einmal durch Verketten. Also in einem Array stehen nicht die Elemente selber, sondern Listen von Elementen. Und das andere war lineare Suche nach dem tatsächlichen Element, aber alles steht in Array-Einträgen direkt. Ja. Dann haben wir ein Sortierkapitel gemacht, aber rufen Sie sich in Erinnerung, dass man das auch als eine Datenstruktur auffassen kann, weil Sortieren ist im Prinzip die Vorberechnung für die Datenstruktur sortiertes Feld, auf der man dann zum Beispiel mit binärer Suche eine Suche machen kann. Ja. Dann gab es Prioritätslisten, wir haben da vor allem die Implementierung durch binäre Heaps kennengelernt, vor allem in der nicht adressierbaren, einfachen Variante und dann ganz kurz geguckt, wie man das adressierbar machen kann. So ein kleines Nebending in dem Prioritätslistenkapitel war, wie repräsentiere ich vollständige Binärbäume? Das kann man auch für andere Anwendungen verwenden. Und insofern war das ein eigenes Datenstrukturergebnis. Dann die Suchbäume waren sozusagen der Höhepunkt dieser klassischen Datenstruktursuche. Da haben wir dann binäre Suchbäume kennengelernt und vor allem die AB-Bäume. Graphen, die Repräsentation davon ist natürlich auch eine Datenstruktur. Wir haben uns da vor allem diese Adjazenzfelddatenstruktur angeguckt und diskutiert, was man mit verketteten Listen statt Arrays dann noch dynamischer machen kann. Und dann einen kurzen Blick auf eine Matrix-Repräsentation geworfen, die aber eher konzeptuelle Vorteile hatte und die Verbindung zur linearen Algebra hergestellt haben. Und dann hatten wir im Kapitel über minimale Spannbäume noch die Datenstruktur kennengelernt, die ja auch unabhängig ist von der konkreten minimale Spannbäume. Die triviale Partition ist jedes und die uns die Operationen Union, also vereinige zwei Blöcke, und Find, also gib mir einen Repräsentanten eines Blocks, erlaubt. Ich viele Dinge tun. Genau, wenn Sie irgendwelche Fragen haben, sollten Sie das vielleicht ausführlicher machen als sonst, weil das ist eine Chance, auch so Fragen von dem Typ zu stellen, kommt XY in der Klausur, ja? Ich weiß nicht, wenn das Überhand nimmt, ob ich dann da immer im Detail darauf antworte.
Aber da hätten Sie jetzt die Möglichkeit. Ich werde auch, wenn ich durch diese Zusammenfassung durch bin, auch nochmal durch die Folien durchgehen und versuchen, nochmal so in Erinnerung zu rufen, was denn eigentlich die Schlüsselideen waren. Und da können Sie dann auch nochmal fragen. Ja? So, das waren die Datenstrukturen, relativ viele. Die konkreten Algorithmen, die nichts direkt mit Datenstrukturen zusammen zu tun haben, war jetzt gar nicht so viel. Das war im Amuse-Gueule Langzahlmultiplikation vor allem, um so die Verbindung zur zweiten Schulklasse aufzubauen. Sortieralgorithmen rauf und runter, das war sozusagen unsere Fruchtfliege. Also in Search and Sort ein einfacher quadratischer Algorithmus, Merge Sort, Quick Sort, Heap Sort, N-Log-N-Algorithmen, wobei der Heap Sort so ein Abfallprodukt des Prioritätslistenkapitels war. Und dann Linearzeitalgorithmen, Bucket Sort und Radix Sort für speziell strukturierte Schlüssel. Und als eigentlich nicht sortieren, sondern ein Spezialfall davon, dieses Selektionsproblem, das man halt schneller lösen kann als das allgemeine Sortierproblem. Ja? Dann Graphenalgorithmen, Breitensuche, Tiefensuche und als Anwendung von Tiefensuche das topologische Sortieren. Kürzeste Wege. Dijkstras Algorithmus für nicht negative Kantengewichte war ganz wichtig. Bellman-Ford für den allgemeinen Fall, aber dann auch noch weitere Spezialfälle, DAX und so weiter. Und minimale das Rucksackproblem führe ich hier jetzt gar nicht so im Einzelnen Hauptbeispiel gedacht. Aber ist jetzt natürlich nicht von so fundamentaler Bedeutung wie diese sehr Standardprobleme, die man eigentlich in jedem Algorithmenkurs auch lernt. So, Fragen zu, ja? Okay, dieser Stand hier müsste eigentlich auch hochgeladen sein. Ich habe immer mal wieder Beispiele eingefügt, deshalb kann es sein, dass sich die Nummerierungen auch geändert haben. Also hier ist jetzt halt der Stand vom 8. Juli und ich meine, den hätte ich auch hochgeladen. Das ist die neueste Version, die irgendjemand im Raum hier hat, aber da ist nichts Großartiges passiert. Also wie gesagt, hauptsächlich Beispiele, die ich eingefügt habe. Ja. Weitere Fragen? Gut, dann, was ich wichtig finde, wir haben ja relativ wenig Algorithmen, obwohl die Vorlesung so heißt, ja. Entwurfstechniken habe ich hier zwei Folien voll. Stellen Sie sich vor, ich hätte danach die Vorlesung strukturiert. Das wäre ziemlich schwer nachzuvollziehen gewesen, was macht der denn jetzt eigentlich gerade, ja. Aber das zeigt andererseits, wie viele Techniken es gibt, die man lernen kann. Und die Sie wahrscheinlich auch brauchen außerhalb des Algorithmenentwurfs im engeren Sinne. Wenn Sie nicht triviale Dinge programmieren, können Sie viele von den Tricks hier eigentlich auch verwenden. Also schauen wir mal, das Teile- und Herrsche-Prinzip, das sollte Ihnen nicht entgangen sein. Ja, Quicksort, Merge-Sort, die rekursiven Arithmetik-Algorithmen, klar. Dann noch simpler, immer wenn man irgendwo eine Schleife hat, steckt da eigentlich irgendwie so eine Idee drin wie Induktion oder schrittweises Verbessern der Lösung. Und was da immer ganz eng mit verbunden waren, waren Invarianten. Ja? Eine Schleife, die wichtig ist für den Algorithmus, die hat meistens eine nicht ganz triviale Schleifeninvariante und wenn man die verstanden hat, ist der Rest einfach. Ja? Ich rede jetzt nicht von irgendwelchen Schleifen, die sagen, initialisiere alle Einträge dieses Arrays auf Null. Da braucht man jetzt keine Invariante, kann man natürlich auch angeben, ja? Sondern eine, wie zum Beispiel bei der Potenzierung von Zahlen. Ja? Da hatten wir dann eine Invariante, die auch relativ klar war. Es gab irgendwie so Zustandsvariablen und irgendeine Formel von den Zustandsvariablen war immer das Endergebnis. Und am Ende war klar, dass die Werte so sind, dass in einer der Variablen das steht, was man haben will. Und das Spannende war, dass man nur logarithmisch viele Iterationen brauchte, weil man die
in jedem zweiten Durchlauf die Größe der Zahlen halbiert hat und so. Ja? Und ohne Invarianten sowas zu verstehen, ist halt nicht so einfach. Dann haben wir einige randomisierte Algorithmen kennengelernt, insbesondere universelles Hashing für Hashtabellen und Quicksort. Dann Graphenmodelle, was meine ich damit? Dass Graphen nicht sind, was irgendwie vom Himmel fällt, sondern was eigentlich ein Design, ein Entwurfswerkzeug ist. Wir können damit eine abstrakte Beschreibung von Problemen produzieren. Also natürlich gibt es so Graphen, wo das naheliegend ist, ein Straßennetzwerk, ja. Da sind die Kanten die Straßen und die Knoten die Kreuzungen und die Kantengewichte sind Fahrzeiten und dann haben sie irgendwie so eine Modellierung von Routenplanung. Das ist relativ naheliegend. Nur wenn Sie ins Kleingedruckte gucken, ist das nicht das, was gute Routenplaner machen. Ja? Weil ein gutes Routenplanungsprogramm hat zusätzlich Abbiegekosten, die es modelliert. Und dann ist es plötzlich so, dass die aus den Kanten, also aus den Straßen, werden Knoten ihres Graphen. Und die Kanten sind eigentlich immer, ich fahre vom Anfang einer Straße bis zum Ende und biege irgendwohin ab. Oder fahre auch geradeaus weiter bis zum Anfang des nächsten Straßenabschnittes. Und das sind dann die Kanten Ihres Modellgraphen. Und dann können Sie plötzlich Routen berechnen, die nicht wild hin und her zackeln, nur weil Sie damit eine Sekunde, einen Meter kürzer sind. Und dafür sind Sie ständig irgendwie am Kurbeln. Das heißt, die Graphen, mit denen wir arbeiten, sind eigentlich die halbe Miete. Ja? So ein Graphmodell eines Problems ist eine ganz wichtige Geschichte, für die man ein Gefühl entwickeln muss als Algorithmiker, ja? Und vielleicht auch als normaler Informatiker. Ein anderes Beispiel war, wie so ein Projektplanungsproblem als gerichteter azyklischer Graph modelliert wird. Ja? Also wir haben irgendwelche Tätigkeiten, die voneinander abhängen und dann sagt mir dieses Graphmodell etwas darüber, in welcher Reihenfolge ich diese Tätigkeiten ausführen kann, nämlich zum Beispiel in einer topologischen Reihenfolge. Ja? Dann eine ganz wichtige konzeptionelle Geschichte war, dass es sinnvoll ist, verschiedene Abstraktionsebenen bei Algorithmen und Datenstrukturen zu unterscheiden. Die abstrakteste ist einfach eine mathematische Formulierung. Wenn wir zum Beispiel sagen, eine Prioritätsliste ist eine Menge von Objekten, ja, und die Delete-Min-Operation entfernt das Minimum. Das kann ich dann mathematisch sehr einfach in ein, zwei Zeilen spezifizieren. Ja. Bisschen was anderes ist die Funktionalität. Das ist das, was man in der praktischen Informatik vielleicht auch das API nennen, ne, also das Programmierinterface, da gebe ich dann diesen Operationen Namen und ich habe Signaturen und es gibt vielleicht auch verschiedene Varianten davon, also welche Parameter übergebe ich genau. Da muss man ein bisschen genauer spezifizieren als diese mathematischen Sachen und man hat vielleicht auch mehr Operationen, weil die Mathematiker sich dann vielleicht eher dafür interessieren, was sind so die Schlüsseloperationen. Ja? Zum Beispiel bei einer Suchbaumdatenstruktur würde man vielleicht erstmal mathematisch spezifizieren, naja, wir haben eine sortierte Folge, die wir repräsentieren und dann, es gibt Einfüge- und Entferne-Operationen, wird man wahrscheinlich die allgemeine Operation, die beliebige Objekte einfügt und entfernt, nehmen und es gibt vielleicht so ein Locate, eine Suchoperation, während das API wird vielleicht eine Liste von 20 verschiedenen Funktionen haben. Entferne das erste, entferne das letzte, füge nach einem vorgegebenen Element ein, baue eine neue Suchbaumdatenstruktur aus einem sortierten Array und so weiter. Viel mehr Sachen, wo die mathematische Spezifikation dann nicht mehr so spannend ist, aber wo man natürlich, wenn man zum Beispiel eine Algorithmenbibliothek baut, sehr genau spezifizieren muss, was biete ich denn überhaupt alles an und was bedeutet das genau. Ja? Und dann darunter und in einem guten Programm eigentlich verborgen vor dem Benutzer, habe ich die konkrete Repräsentation der Datenstrukturen. Und dann ist es aber weiterhin so, also zum Beispiel so ein Suchbaum, dass der halt vielleicht implementiert ist, indem man so Items hat mit
Zeigern auf den linken und rechten Nachfolger und vielleicht hat eine andere Repräsentation noch einen Zeiger auf den Vorgänger und eine andere nicht. Und da gibt es viele mögliche Repräsentationen. Und davon hängt dann natürlich der Algorithmus ab, der mit den Sachen arbeitet. Aber es gibt eben auch viele konkrete Algorithmen, die auf einer Repräsentation wieder arbeiten können. Und ein irgendwie abstrakt spezifizierter Algorithmus, den kann man außerdem noch auf viele konkrete Arten und Weisen implementieren. Ja? In verschiedenen Programmiersprachen, mit verschiedenen Techniken, mit verschiedenen Arten und Weisen, damit temporären Werten umzugehen und mit den Invarianten und so weiter. Und das sind alles unterschiedliche Abstraktionsebenen, wo es sich meistens lohnt, die zu unterscheiden. So, dann so eine allgemeine Entwurfstechnik, Sonderfälle vermeiden. Und das haben wir dann oft mit solchen Sentinel-Objekten gemacht, wie zum Beispiel dem Dummy-Element bei den doppelt verketteten Listen. Und damit vereinfacht man die Programmierung und den Test und die Korrektheitsbeweise und macht das Ganze vielleicht auch ein bisschen schneller. Ganz allgemein, verkettete Listen und auch die Baumdatenstrukturen, die wir gesehen haben, also zumindest die Suchbaumdatenstrukturen, waren halt Beispiele, wie man mit Zeigerdatenstrukturen umgeht. Und da gibt es auch noch wieder viele andere. Und Sie sollten eigentlich dann auch durch diese Beispiele ein bisschen gelernt haben, wie man das macht. Und da gibt es dann eben auch wieder viele Probleme, die man so lösen kann. Dann die allgemeine Technik, wenn ich schon mal eine Datenstruktur habe, wie ich die so augmentieren kann, dass sie zusätzliche Funktionalität effizient unterstützt. Also ein Beispiel, das wir uns angeschaut haben, war bei einer Suchbaumdatenstruktur, wenn man zusätzlich die Anzahl Elemente in einem Teilbaum speichert, war es zum Beispiel möglich, das Selektionsproblem schnell zu lösen oder das Problem, an welcher Position steht ein gegebenes Element. Ja? Das Rank ist das, genau. Dann haben wir anhand dieser unbeschränkten Arrays kennengelernt, wie man eine Datenstruktur, eine Array-basierte Datenstruktur unbeschränkt macht, also so, dass es wachsen und schrumpfen kann. Ist aber eine Technik, die sehr allgemein funktioniert. Ich habe dann einfach durch Händewedeln gesagt, das geht auch bei Hash-Tabellen und Prioritätslisten. Und ich denke, es ist relativ klar, wie das geht. Wir haben auch implizite Datenstrukturen gesehen, die also eine abstrakte mathematische Größe auf eine nicht offensichtliche Art und Weise repräsentieren, sage ich mal. Zum Beispiel ein Intervallgraph war eben eine sehr kompakte Repräsentation von Graphen, die eine spezielle Struktur haben. Das war das, Knoten waren Intervalle und Kanten waren nur implizit gespeichert, dass man nämlich einfach definiert hat, wenn zwei Intervalle sich einen nicht leeren Schnitt haben, dann gibt es auch eine Kante dazwischen. Was noch? Algebraische Methoden. Der Karatsuba-Algorithmus war ein Beispiel für diese Langzahlmultiplikation. Oder bei den universellen Hash-Funktionen mit der Skalarproduktmethode mussten wir halt die Eigenschaft ausnutzen, dass die Elemente dieser Vektoren, die wir betrachtet haben, Elemente eines endlichen Körpers waren. Also insbesondere ein multiplikatives, inverses Element hatten. Ne? Oder wir haben uns angeschaut, wie man mithilfe von Matrixmultiplikation auf eine Adjazenzmatrix irgendwie Wege zählt und solche Dinge tut. Und das hat alles gemeinsam, dass man halt so abstrakte algebraische Eigenschaften von den Objekten ausnutzt, mit denen man hier arbeitet. Also insbesondere, dass das Monoide, Gruppen, Ringe, Körper und so weiter sind. Dann haben wir eine ganze Reihe von Algorithmen-Schemata kennengelernt. Also nicht Algorithmen für genau eine Aufgabe, sondern wo man viele Freiheitsgrade hatte. Zum Beispiel haben wir ein Schema für Tiefensuche kennengelernt, das wir dann auf vielfältige Weise instanziieren konnten, um zum Beispiel
damit topologische Sortierungen zu machen oder einfach eine Nummerierung des Graphen vorzunehmen oder um die Kanten zu klassifizieren als Baum, Vorwärts, Rückwärts und Querkanten zum Beispiel. Und ich hatte angedeutet, dass man da sogar noch komplexere Dinge machen kann, wie starke Zusammenhangskomponenten, zwei Zusammenhangskomponenten, drei Zusammenhangskomponenten, Planaritätstests, planare Einbettungen etc. etc. Ja? Anderes Beispiel, das wir nicht so ausführlich gemacht haben, war dieses Branch and Bound Programmiermuster. Und das ist halt insgesamt etwas, was man sich vielleicht merken soll, dass man viele Algorithmen auf vielfältige Art und Weisen modifizieren kann und immer spannende Dinge kriegt. Ja, dann Entwurf von Algorithmen auf Basis von abstrakten Problemeigenschaften. Insbesondere hatten wir bei minimalen Spannbäumen gesagt, wir haben diese Schnitteigenschaft. Wenn ich einen Graphen zerschneide, dann weiß ich die leichteste Kante zwischen diesen beiden Mengen muss im minimalen Spannbaum sein und umgekehrt die Kreiseigenschaft hat uns gesagt, die schwerste Kante auf einem Kreis, die muss nicht drin sein. Dann fast trivial, dass man sagt, wenn ich ein Optimierungsproblem habe oder auch nur ein Problem, irgendwie eine zulässige Lösung für irgendein mathematisch definiertes Problem zu finden, kann ich erstmal schauen, ob es nicht irgendwelche fertigen Löser gibt, wo ich also eine Sprache habe, mit der ich mein Problem deklarativ spezifizieren kann, zum Beispiel durch lineare Constraints und Zielfunktionen, und dann schmeiße ich da einfach einen linearen Optimierer drauf und kriege meine Lösung sozusagen frei Haus. Ja? Dann ja, Greedy-Algorithmen, dynamische Programmierung, haben wir schon drüber gesprochen, systematische Suche, Metaheuristiken, ist ein Oberbegriff für so Sachen wie lokale Suche, evolutionäre Algorithmen und so weiter. So. Gibt es Fragen zu den Entwurfstechniken? Ja. Ist Karatsuba für die Klausur relevant? Timo, hilf mir. Ich glaube, Sie sollten Dinge wissen, wie dass der schneller ist als quadratisch. Wahrscheinlich auch in der Lage sein, wenn wir Ihnen so einen Algorithmus angeben, Master-Theorem anzuwenden oder durch Indektion irgendeine Vermutung nachzuweisen, was die asymptotische Komplexität eines Divide-and-Conquer-Algorithmus ist. Aber ich glaube nicht, dass wir jetzt anfangen, Sie den Karatsuba-Algorithmus irgendwie nachrechnen zu lassen. Bitte? Was? Kann doch kommen, sagst du. Kann man ausschließen, ja, wollte ich sagen. Also die Rechenaufgaben zu Karatsuba eher nicht. Ja? Beantwortet das die Frage? Weitere Fragen zu Entwurfstechniken da hinten? Genau, also sind Blackbox-Löser klausurrelevant? Wir haben das nicht sehr ausführlich gemacht, aber ich könnte mir jetzt durchaus eine Aufgabe vorstellen, wo wir irgendwie ein Problem als Textaufgabe spezifizieren und Sie sollen dann zeigen, Sie sollen dann vielleicht das Problem einen Lösungsvorschlag machen und dann wäre eine Möglichkeit, dass Sie sagen, jawohl, hier sind lineare Constraints und eine Zielfunktion, die dieses Problem lösen. Und dann wäre Ihre Lösung, benutze einfach einen linearen Optimierer. Ja? Solche Aufgaben könnte ich mir vorstellen. Weil Sie sollen jetzt nicht einen linearen Optimierungsalgorithmus hinschreiben oder komplizierte Rechnungen da durchführen, obwohl so ein 2D-Problem könnte ich mir auch vorstellen, dass man das mal löst. Doch, doch. Da habe ich Beispiele gemacht. Wobei das halt so ist, Sie werden da nicht komplizierte Sachen rechnen müssen. Ne? Also wenn man sowas macht,
würde man vielleicht die Constraints sogar schon einzeichnen oder sowas. Und dann müssen sie dann nur noch einen Bubble machen an der optimalen Ecke oder sowas. Solche Rechenaufgaben könnte ich mir vorstellen. Weitere Fragen? Gut. Ja, dann Analysetechniken. Gerade am Anfang haben wir viel so Sachen gemacht, man hat geschachtelte Schleifen, daraus fällt irgendwie eine Summenformel raus, die man dann vereinfacht. Und ganz wichtig ist dabei immer, dass man mit dem O-Kalkül eben viele Details wegwerfen kann. Ne? Rekursive Algorithmen produzieren irgendwelche Rekurrenzen, die man dann mit Hilfe des Master-Theorems oder durch vollständige Induktion lösen kann. Ganz wichtig ist hier diese Abschätzungsgeschichte. Also ein wichtiger Unterschied zur Mathematik ist, die Mathematiker, die haben dann so eine Summenformel und die meistens wollen die dann entweder eine genaue Lösung haben oder einfach so sagen, ja, das ist beschränkt. Also das geht nicht gegen unendlich. Wir wollen meistens ein bisschen mehr haben, als ist es beschränkt. Wir wollen diese Asymptotik haben, aber alles andere können wir wegwerfen. Das heißt, meistens ist es so, dass wir es leichter haben, solche Sachen zu lösen, weil wir ganz grobe Vereinfachungen machen können. Und das sollten Sie so ein bisschen auch üben, weil das durchaus mal vorkommen kann, dass man da Aufgaben hat, zeigen Sie, dass dieser Algorithmus in On Quadrat ist. Und da ist eine komplizierte Summenformel, aber die kann man mit diesen Abschätzungsschritten sehr schnell zusammenkürzen sozusagen. Ein Trick bei der Analyse war auch einfache Modelle, und was ich hier damit meine ist, wir haben ganz oft gesagt, naja, wir zählen jetzt nicht die Maschinenbefehle, die irgendein Compiler da generiert aus diesem Pseudocode, sondern wir sagen einfach, naja, es ist irgendwie offensichtlich, dass die asymptotische Ausführungszeit bereits bestimmt ist durch die Anzahl, wie oft eine bestimmte Schlüsseloperation ausgeführt wird. Zum Beispiel haben wir bei Sortieralgorithmen meistens einfach die Vergleichsoperationen gezählt. Und das ist eine ganz wichtige Technik für die Algorithmenanalyse, die halt irgendwie immer Hand in Hand geht damit, dass wir hier nur asymptotisch Analysen betreiben. Dann gab es den Spezialfall Analyse im Mittel, den haben wir nicht so detailliert gemacht. Ich weise aber darauf hin, dass die Analyse von Quicksort, die wir hatten, die haben wir Analyse eines randomisierten Algorithmus genannt. Aber Sie kriegen eigentlich die gleiche Analyse, wenn Sie sagen, ich mache nicht zufällige Auswahl eines Pivots, sondern ich nehme mal das erste Element als Pivot und dann ist es eigentlich eine Analyse im Mittel, was Sie da treiben. Insofern haben wir da auch nicht triviale Beispiele gesehen. Dann haben wir das Konzept der amortisierten Analyse kennengelernt für den sehr einfachen Fall unbeschränkter Felder. Wir haben ein bisschen Wahrscheinlichkeitstheorie gemacht, um halt randomisierte Algorithmen analysieren zu können. Da haben Sie eigentlich zwei wichtige Techniken kennengelernt, dass man nämlich die Linearität des Erwartungswerts ausnutzt und das Problem im Prinzip durch Indikator-Zufallsvariablen modelliert. Frage da oben? Die Frage ist, ob Sie in der Klausur keine Wahrscheinlichkeitstheorie können müssen. Was Sie können müssen oder sollten, ist die Ergebnisse der wichtigsten Sachen hier. Also wenn wir fragen, was ist die erwartete Komplexität von Quicksort oder sowas, sollten Sie sowas wissen. Wenn wir fragen, was ist der wichtigste Unterschied in der asymptotischen Komplexität von Merge-Sort und Quicksort, sollten Sie irgendwie wissen, dass Merge-Sort deterministische Schranken hat, Quicksort halt diese im Erwartungswert. Könnte es sein, dass wir irgendwie einen randomisierten Algorithmus abfragen und der dann im Detail analysiert werden soll? Auch das kann passieren. Also was wir ganz oft machen ist, hier ist eine Algorithmenentwurfsaufgabe, geben Sie einen Algorithmus an, dessen erwartete Laufzeit in O von n log n ist oder in O von n oder sowas. Ja? Und in 99% der Fälle ist es dann so,
die sagen, jawohl, das geht, indem wir hier erst sortieren als Vorverarbeitung und dann bla bla bla. Oder sie sagen, ich benutze eine Hash-Tabelle und dann ist das erwartet lineare Zeit. Dann benutzen sie sozusagen unsere probabilistischen Analysen aus der Vorlesung als Blackbox. Sie müssen aber nicht selber da wahrscheinlichkeitstheoretisch rauf und runter argumentieren. Außer wenn es vielleicht ganz einfache Dinge sind. Aber Sie müssen da nichts Kompliziertes machen, selber mit irgendwelchen Wahrscheinlichkeitsräumen rumhantieren. Beantwortet das die Frage? Ja. Weitere Fragen zu Analyse? Ah, ich war noch gar nicht fertig. Ne? Ich mache jetzt erstmal weiter. Kombinatorik, also manchmal haben wir ganz unten drin eben auch gesagt, wir müssen jetzt wirklich zählen, wie viele Möglichkeiten gibt es. Zum Beispiel bei dem Beweis, dass unsere Familie von universellen Hash-Funktionen tatsächlich universell ist, mussten wir am Ende zählen, wie viele Möglichkeiten einer Kollision gibt es. Ja? Oder bei der unteren Schranke für Sortieren haben wir irgendwie so ein Argument gebracht, naja, also eine abstrakte Repräsentation ist also eines Sortieralgorithmus, der vergleichsbasiert ist, ist dieser Entscheidungsbaum und der muss N-Fakultät Blätter haben und dann musste man irgendwie überlegen, naja, wie tief ist der dann und naja, das war dann log N-Fakultät und da musste man halt so ein bisschen kombinatorisch rechnen. Ja? Wir haben dann Integrale kennengelernt als Möglichkeiten, Summen abzuschätzen. Eigentlich gehört das so ein bisschen hier mit rein, aber konkreter Trick da. Und wir haben eben ganz viel mit Invarianten gearbeitet. Die Beispiele hier sind, glaube ich, nicht so klar, weil ich ein paar Sachen davon weggelassen habe. So, weitere. Genau, also das waren die wichtigsten Sachen, die wir gelernt haben. Nämlich Datenstrukturen, Algorithmen, Entwurfstechniken und Analysetechniken. So nebenbei gibt es auch noch ein paar andere Sachen, die wir gelernt haben. Ich habe so ein bisschen was über Algorithm Engineering gesagt. Und zwar einmal so überschriftenartig, ideologisch oder wie Sie das hören wollen. So müsste man Wissenschaft machen. Ich bin dem dann aber nicht ganz, habe dem dann nicht voll entsprochen in der Vorlesung. Das war schon zu 90% eine Theorievorlesung. Wir haben dann nur so gegen Ende eines Kapitels dann manchmal gesagt, hier sind ein paar Messungen und da ein bisschen was über Design der Experimente, Interpretation der Messergebnisse und so weiter gemacht, sodass Sie so ein bisschen einen Blick auf Algorithm Engineering vielleicht auch mitgekriegt haben. Insbesondere muss man manchmal so Tuning von Parametern machen, wie zum Beispiel bei Quicksort gibt es diesen Basisfall, wo man auf einen quadratischen Algorithmus umschaltet, wo mache ich das? So was haben wir kennengelernt. Wir haben einen High-Level-Pseudocode-Stil entwickelt. Da war das in der Evaluation so, dass einige Leute gesagt haben, der wäre unübersichtlich. Das kann auch sein. Ich werde auch interessiert an konkreterem Feedback, welche Pseudocodes unübersichtlich sind und was daran unübersichtlich ist. Aber was mir wichtig ist, wenn ich Pseudocode wie im Common License and Rivals genommen hätte oder sowas, dem meistverkauften Buch, dann wäre vieles irgendwie über die Folien drüber gelaufen. Also ich finde es schon eine wichtige Technik, zu lernen, sehr abstrakte Pseudocodes hinzuschreiben, wo man möglichst viel mit mathematischer Notation beschreibt, weil das eigentlich viel kompakter zeigt, worum es geht. Frage, ja? Können Sie es nochmal sagen? Ja, ändern sollte man es auch auf jeden Fall. Okay. Stattdessen wurde uns am Anfang gesagt, ab Pseudocode machen wir damit. Ja, ja, genau. Das finde ich war nicht der Fall. Okay, also die Kritik war hier, dass dieser Pseudocode vor allem den Vorteil hat,
abstrakt zu sein und nicht gut zu lesen ist. Das kann sein, ja, ich bin anderer Meinung. Wie gesagt, also aus meiner Sicht ist es so, Sie sollten in einem Informatikstudium lernen, gerade diese mathematische Notation aus den Mathematikvorlesungen, sich in der zu bewegen wie der Fisch im Wasser. Ja? Und wenn das der Fall ist, dann sind die Pseudocodes, die ich verwende, auch leichter lesbarer als diese Low-Level-Geschichten aus anderen Büchern. Das ist meine Meinung. Das kann sein, dass es da auch individuelle Unterschiede gibt, wie man das wahrnimmt. Aber da bin ich der festen Überzeugung, dass das so ist. Ja? Und ich habe eigentlich, ja, also ich habe eigentlich immer darauf hingewiesen, dass es eben darum geht, High-Level-Code zu machen. Und ich sehe da keinen Unterschied zwischen Lesbarkeit und Abstraktionslevel, zumindest so, wie ich es gemacht habe, ehrlich gesagt. Gut. Ja. Dann Techniken wie diese Dummies und Sentinels, das kann man jetzt als Algorithmenentwurfstechnik sehen oder als Programmiertechnik. Deshalb habe ich das hier nochmal rausgetrennt. Speicherverwaltungstricks haben wir ein paar kennengelernt, das ist halt auch so eher so Programmiertricks. Aber als Java-Programmierer haben Sie da ja wenig Einfluss drauf, deshalb haben wir da nicht so viel mitgemacht. So. Ja, das war's schon. Jetzt gehen wir zu Folie 1. Genau, jetzt erstmal noch allgemeine Fragen. Ja? Ja. Genau. Genau, Format von Pseudocode in den Klausuren. Also da sind wir sehr flexibel. Wenn Sie das jetzt nicht plötzlich in, Perl oder so schreiben, alles so write-only, never read oder so, können Sie das in einem Stil machen, wie Sie wollen. Also, wie gesagt, ich habe in meiner Vorlesung versucht, möglichst viel Mathematik zu verwenden, aber Sie können das auch lower level hinschreiben, wenn Sie sich da sicherer fühlen. Das ist natürlich kein Problem. Und ob Sie da jetzt Beginn-End schreiben oder geschweifte Klammern, das ist uns auch herzlich egal. Ja? Vielleicht noch eine Bemerkung zu diesem, das ist vor allem, damit der Mensch es lesen kann. Ich glaube, das war auch ein bisschen aus dem Kontext. Eine Besonderheit meines Pseudocodes im Buch und auch auf den Folien war ja, dass ich eben keine expliziten Beginn-Ends mache, sondern so Einrückungen. Das war eigentlich eine rein typografische Aussage, dass ich gesagt habe, okay, hier geht es darum, dass es ein Mensch lesen kann und der kann mit der Einrückung normalerweise was anfangen. Für eine Programmiersprache ist das vielleicht keine so gute Idee, weil wenn man da dann irgendwas falsch tippt, dann interpretiert der Computer da plötzlich irgendwas komplett anderes rein. Ja? Und das ist halt eine konkrete Unterscheidung. Und das ist für die Folien allerdings auch wichtig, weil es eigentlich nicht Sinn macht, diese ganzen Klammerungs-Extra-Zeilen immer mit abzudrucken, weil die dann einfach nicht auf die Folien passen. Das sind also zwei Sachen, die da zusammenkommen. Aber das ist irgendwie was ganz anderes als die Frage, benutze ich mathematische Formeln oder nicht? Das sind also zwei orthogonale Entwurfsprinzipien bei Pseudocode, die nicht so viel miteinander zu tun haben. Genau, jetzt sind wir halb durch und jetzt würde ich, ich weiß nicht, wollt ihr am Mittwoch die komplette Übung bestreiten oder mache ich hier dann auch noch eine Dreiviertelstunde Wiederholung? Ich will jetzt wissen, wie schnell ich hier durchscrollen soll, ob wir 5 Sekunden oder 10 Sekunden pro Folie haben. Ich glaube, ich lege einfach mal los und dann gucken wir mal. Organisatorisch ist es jetzt vielleicht nicht so wichtig. Was eine Datenstruktur ist, sollten Sie gelernt haben. Wie gesagt, Langzahlmultiplikation. Wichtig ist halt, dass wir da gesagt haben, wir brechen Operationen auf Langzahlen runter auf Operationen auf Ziffern.
und haben dann diese Ziffernoperationen gezählt. Das ist auch ein gutes Beispiel für diese Analysetechnik, nur irgendwelche Schlüsseloperationen zu zählen. Und dann halt erstmal ein iterativer Multiplikationsalgorithmus, der quadratische Komplexität hat, der im Prinzip das ist, was Sie in der Schule gelernt haben. Dann ein rekursiver Algorithmus, der eigentlich das Gleiche macht. Und dann war halt das Spannende, dass man, wenn man den rekursiven Algorithmus ein bisschen umbaut, so einen Twist gibt, dass man dann was asymptotisch Besseres kriegt. Ja? Und das hier war halt dann so ein schönes Beispiel für Master-Theorem. Ja, Algorithm Engineering will ich jetzt nicht viel drüber sagen. Dann haben wir uns halt etwas genauer angeguckt, was bedeutet das überhaupt Algorithmenanalyse eigentlich. Ich zähle Instruktionen für jede Instanz, das ist irgendwie wahnsinnig kompliziert, deshalb reduziere ich das auf wenige Problemparameter, meistens die Eingabegröße. Aber bei Graphen haben wir zum Beispiel unterschieden Anzahl Knoten, Anzahl Kanten. Dann gibt es diese O-Kalkül-Geschichten, um konstante Faktoren und Lower-Order-Terms loszuwerden. Und eine schöne Sache ist, dass man da einfache Rechenregeln hat. Und die dürfen Sie in der Klausur auch im Wesentlichen verwenden, außer wenn die Aufgabe jetzt konkret lautet, beweisen Sie mit elementaren Berechnungen dies und das oder beweisen Sie die folgende Rechenregel, dann können Sie die nicht einfach annehmen oder sowas. Ja? Dann hatten wir halt dieses Maschinenmodell, das im Prinzip so eine Vereinfachung von realen Riskmaschinen ist, mit einem homogenen Speicher. Eine wichtige technische Angelegenheit war, dass die Wortbreite, die wir hier annehmen, asymptotisch wächst mit der Eingabegröße. Das ist natürlich nicht das, was reale Maschinen tun. Aber hier haben wir halt eine der wenigen Stellen, wo durchscheint, dass wir hier theoretische Informatik machen. Wenn Sie das nicht machen, diese Annahme, dann ist Ihr Maschinenmodell einfach äquivalent zu einem endlichen Automaten. Alle Eingabegrößen sind konstant groß, Laufzeiten sind auch alle O von 1, nur die Konstanten sind irgendwie riesig und es macht aber keinen Sinn. Ne? Und wenn Sie diese kleine hässliche Annahme machen, dann funktioniert plötzlich alles. Ja? Und wir haben dann diese etwas unrealistische Annahme, dass wir eben so auf logarithmisch vielen Bits in konstanter Zeit rechnen können, was natürlich Unsinn ist, aber damit ersparen wir uns extrem viel Detail. Arbeit, dann würden in allen Algorithmen, die wir haben, würden plötzlich irgendwelche logarithmischen Faktoren rumgeistern. Ja? Sie können dann noch nicht mal eine Speicherzelle zugreifen, das dauert auch logarithmische Zeit, weil ja irgendwie diese Adressleitungen da dekodiert werden müssen und so. Gut, dann habe ich das im Detail so ein bisschen Assembler-Code dafür eingeführt. Ja, das Ganze nochmal motiviert. Gezeigt, dass die Realität viel komplexer ist, das wissen Sie wahrscheinlich im Moment auch noch besser als vorher. Dann diesen Pseudocode eingeführt, ganz wichtig, Design by Contract, insbesondere Schleifeninvarianten, Vorbedingungen, Nachbedingungen und so weiter. Datenstrukturinvarianten beschreiben sozusagen, welche Eigenschaften unsere Daten haben. Ganz wichtig war das bei diesen zeigerbasierten Datenstrukturen. Weil wenn ich einfach sage, hier ist ein Item und da sind irgendwie zwei Pointer drin, sagt gar nichts. Ne? Aber wenn ich sage, die definieren einen Binärbaum oder sowas, dann kann man damit was anfangen. Und selbst bei doppelt verketteten Listen war das schon nützlich. Ja, hier ein schönes Beispiel für Schleifeninvarianten. Warum wird gerechnet? Programmanalyse war dann halt sowas, wir haben, wie gesagt, immer mit diesen High-Level-Pseudocodes auf den Folien agiert, aber ganz unten, theoretisch, zählen wir Maschinenbefehle. Und das war nur möglich, weil es da so eine Übersetzungspipeline gibt, die wir aber nie so im Detail angeschaut haben. Das ist so eine der Sachen, die mir manchmal aufstoßen hier. Aber ich glaube, es wäre jetzt Korinthenkackerei, sage ich mal, wenn ich immer anfangen würde, das detailliert zu erklären. Ja? Aus meiner Sicht ist das ziemlich intuitiv und ich habe auch nicht den Eindruck, dass es in der Richtung große Verständnisprobleme gab.
Aber wenn das doch so ist, sagen Sie das nochmal, dann können wir doch nochmal drauf eingehen, vielleicht auch die Tutorien oder sowas. Ja, dann haben wir halt das Master-Theorem gemacht, das eben ganz eng zusammenhängt mit diesem Teile und Herrsche. Und die wichtigste Sache da war halt, wir haben halt so Rekurrenzen, die sagen, aha, teilen kostet so viel, ich teile in so große Stücke und so viele davon muss ich lösen. Dann gibt es noch einen Basisfall, der gar nicht so spannend ist. Und daraus folgt bereits die asymptotische Komplexität. Und das Wichtigste ist natürlich, ob d kleiner b, d gleich b oder d größer b. Weil das ist schon intuitiv klar. Wenn d größer b ist, heißt das in jeder Rekursionsebene, es ist mehr Arbeit. Wenn d kleiner b ist, wird es immer weniger. Und wenn d gleich b ist, bleibt es gleich. Viel Arbeit auf jeder Ebene. Und daraus, wenn man das verstanden hat, kann man mit sehr einfacher Rechnerei auch reproduzieren, dass dann diese asymptotischen Sachen da rauskommen müssen. Ja? Das haben wir dann im Detail auch gemacht. Allerdings immer für den vereinfachten Fall, dass die Eingabegröße irgendwie eine Potenz von b ist, weil man sonst viel mit Rumrunderei rechnen muss. Und das ist aus meiner Sicht nicht Ziel dieser Vorlesung, dass Sie da sehr detaillierte Rumrechnerei lernen. Das ist dann eher, wenn Sie sich spezialisieren wollen in Algorithmen oder so, müssen Sie vielleicht noch mehr lernen, da genau zu rechnen. Sondern hier geht es so ein bisschen um Verständnis dessen, was da passiert. Und wenn es dazu Fragen gibt, bitte ich darum. Ja, genau, Beispiele, die hatte ich damals als Vorgriff gemacht. Der Fall d kleiner b haben wir zum Beispiel beim Auswahlproblem. Ne? Also bestimmen Sie das kartgrößte Element. Da haben wir sowas wie Quicksort gemacht und mussten nur auf ein Teilproblem die Rekursion machen. D gleich b war bei Mergesort und Quicksort. Und d größer b halt bei den Langzahlmultiplikationsalgorithmen. Ja, Analyse im Mittel habe ich schon gesagt, am ehesten Quicksort war da unser Beispiel, randomisierte Algorithmen waren Hash-Tabellen und Quicksort. Ja, dann Graph-Notation habe ich halt vorgezogen, weil wir das überall schon gebraucht haben. Das gleiche gilt für Bäume. Diesen Algorithmus zur Bestimmung der DAG-Eigenschaft, also gerichtete azyklische Graph-Eigenschaft, hatte ich dann als Motivation schon mal in den Anfang gestellt und dann im Graph-Repräsentationsalgorithmus nochmal aufgegriffen und gezeigt, wie man das dann tatsächlich so implementiert, dass das in linearer Zeit läuft. Und das war insofern ein ganz spannendes Beispiel, weil wenn man das hier naiv macht, ist das viel teurer und vor allem liest sich das so, als würde man eine dynamische Graph-Datenstruktur brauchen. Wir haben das aber implementiert mit Hilfe des statischen Adjazenzfelddarstellung und einfach ein zusätzliches Array gehabt, das uns gesagt hat, was sind die aktuell noch gültigen Knotengrade. Und das hat dann gereicht. Ja? Und das ist auch eine wichtige Sache, die man sich vielleicht merken soll. Nur weil ein Algorithmus so aussieht, als bräuchte man einen dynamischen Graphen, ist es noch lange nicht so, dass man den wirklich braucht. Ja, das haben wir dann ein Beispiel gemacht. Also das war halt jetzt dieser Algorithmus, der immer sagt, wir nehmen Knoten, die Ausgangsgrad 1 haben, die können sicher Ausgangsgrad 0 haben, die können sicherlich nicht auf einem Kreis liegen. Folglich kann ich die genauso gut entfernen. Dann entstehen aber weitere Knoten mit Ausgangsgrad 0 und die kann ich immer wieder wegpoolen. Und wenn nichts mehr überbleibt, dann kann es eigentlich keinen Kreis gegeben haben, ne? Ja, ich habe immer mal wieder dazwischen gesagt, hier ist jetzt ein Problem, das ist schwierig zu lösen. Das war aber ein Vorgriff, das hat jetzt mit der Klausur auch nichts zu tun. Müssen wir nicht so drüber reden. Dann gab es das Kapitel über Felder und Listen zur Repräsentation von Folgen. Da habe ich nochmal diese Unterscheidung der verschiedenen Abstraktionsebenen darauf hingewiesen. Hier Mathematik, Funktionalität, Repräsentation. Und dann ging es ja weiter, Algorithmus und Implementierung. Ja,
diese Tabelle, da kann man viele schöne kurze Verständnisaufgaben zu machen. Ne? Also wir haben hier Basisoperationen, indizierter Zugriff, Größe, erstes, letztes Element, einfügen, löschen, spezielle Einfüge- und Löschoperationen am Anfang und am Ende und dann Operationen, die die ganze Liste manipulieren, konkatenieren und Stücke rausschneiden, woanders wieder einsetzen, das war Splice, und suchen. Und jetzt kann man sich überlegen, wie doppelt verkettete Liste, einfach verkettete Liste, unbounded Array und dann ein zyklisches Array die einzelnen Operationen implementieren. Dann hat man hier asymptotische Komplexitäten, also da muss immer ein Oder vorstehen. Und es gibt dann so Spezialsachen, also wenn da ein Stern dran ist bei denen hier, dann war das amortisiert konstant. Wobei einzelne Operationen durchaus dann auch mal lineare Zeit kosten können. Oder dann so Kleingedrucktes. Ne? Zum Beispiel Größe einer Liste. In unserer Standardimplementierung war das nicht mit drin. Oder das können Sie nur in linearer Zeit. Sie müssen durch die Liste durcheiern und zählen, wie viele Elemente drin sind. Aber es ist ein simples Beispiel von Datenstrukturaugmentierung, dass Sie einfach mit reinschreiben, wie groß ist das Teil. Das hat nur Nebenwirkungen. Ne? Was dann nämlich passiert, ist, dass wenn Sie dann so eine Operation wie Splice machen, wo Sie einen Teil einer Liste irgendwo rausschneiden und in eine andere Liste wieder einsetzen, dann wissen Sie ja nicht, wie viel Sie rausgeschnitten haben und können deshalb diese Größenattribute nicht mehr so ohne weiteres auf dem aktuellen Stand halten. Sie können das dann machen, indem Sie durch dieses ausgeschnittene Stück durchlaufen, zählen, wie viele Elemente waren das, und das ist die Anzahl, die Sie abziehen müssen von der Größe, dann machen Sie aber das Splice teurer. Sie haben also jetzt die Size-Operation schneller gemacht und dafür die Splice-Operation langsamer. Und dann müssen Sie sich überlegen, für welche Anwendungen ist das eine gute Idee und für welche nicht. Hm? Ja, ich habe immer mal wieder so Algorithm-Engineering-Geschichten gemacht, wie dies ist cache-effizienter oder sowas. Das ist aber jetzt nicht so richtig prüfungsrelevant. Wir haben so Fragen von dem Typ, nennen Sie mindestens zwei Vorteile oder Nachteile von Datenstruktur A über Datenstruktur B oder Algorithmus A über Algorithmus B. Dann ist es mal denkbar, dass eine korrekte Antwort sagt, Quicksort ist cache-effizienter als Heapsort. Andererseits haben wir das nie so explizit gemacht. Das heißt, wenn Sie so eine Antwort geben und die ist korrekt, kriegen Sie dafür einen Punkt. Wenn wir so eine Frage stellen, dann gibt es aber, sollten wir darauf achten, auch immer eine Antwort, die nicht über Caches redet oder so. Ich denke, da sollten wir darauf achten. Ja? Also Sie dürfen es wissen, aber Sie müssen es nicht wissen. Das ist die Idee. Fragen zu diesen Sachen hier. Ja, dann haben wir uns die doppelt verketteten Listen angeschaut, mit diesen Dummy-Elementen, die dann vieles einfacher gemacht haben. Und man konnte dann fast alles eigentlich auf diese Splice-Operation zurückführen. Beim Löschen und Einfügen musste man sich dann noch überlegen, wie die Speicherverwaltung funktioniert. Wir hatten dann hier eine Implementierung vorgestellt, wo nicht benutzte Items in so einer Freiliste zwischengelagert werden. Ja, fürs Suchen hatten wir dann so einen Trick, dass wir das gesuchte Element in dem Dummy-Element gespeichert haben und damit eine pro Schleifendurchlauf eine Abfrage uns gespart haben. Habe ich gerade darüber geredet, das ist Listenlängen, ganz einfaches Beispiel für Augmentierung. Einfach verkettete Listen sind halt ein bisschen einfacher als doppelt verkettet, aber sie können nicht alles machen. Aber ja, kann man auch in Splice machen und die meisten Operationen vernünftig implementieren. Bei den unbeschränkten Feldern haben wir uns Pushback und Popback angeschaut. Und dann eben adaptiv
Größe verdoppelt oder eben irgendeinen konstanten Faktor vergrößert, wenn was überläuft, und wenn es zu klein wird, entsprechend wieder haben schrumpfen lassen und konnten dann zeigen, dass das Ganze amortisiert konstante Zeit für diese Pushback- und Popback-Operationen hatte. Ja, dann haben wir noch ein bisschen allgemeiner erklärt, was amortisierte Komplexität heißt. Da kann man sicherlich auch schöne Fragen drüber stellen. Wir werden jetzt nicht sehr komplexe amortisierte Analysen machen, aber irgendwas Einfaches wäre da auch denkbar. Ja? Vor allem haben wir diese Analysemethode, Kontometode kennengelernt, wo man sozusagen sagt, wir haben hier diese Operationen, die eine bestimmte amortisierte Komplexität haben müssen. Und naja, manchmal sind die teurer. Diese Kosten müssen irgendwo herkommen. Und die Idee war halt, so ein Konto anzulegen. Wenn die Operation billig ist, dann berechnen wir ein bisschen mehr, legen das auf das Konto, und zwar in einer Art und Weise, dass, wenn dann mal eine teure Operation stattfindet, wir garantieren können, dass immer genug auf dem Konto liegt, um das über das Konto zu bezahlen und nicht das, was die amortisierten Kosten sein sollen. Ja, das war die Idee. Und dann hatte sich zum Beispiel herausgestellt, bei dem unbeschränkten Array konnte man einfach zusätzliche Kosten von 2 Gummipunkten für das Pushback verlangen und eine für das Popback und könnte damit dann, wenn mal so ein Reallocate aufgerufen wurde, das aus dem Konto bezahlen. Und das haben wir dann halt im Detail bewiesen. Ja, hier nochmal allgemeinere Definition. Die ist jetzt vielleicht ein bisschen technischer, deshalb gehe ich vielleicht nochmal da durch. Also wir haben eine Menge von Operationen. In unserem Beispiel war das Pushback und Popback. Wir haben einen Zustand der Datenstruktur. Und wir haben eigentlich 2 Kostenfunktionen. Einmal die amortisierten Kosten und die tatsächlichen Kosten. Und naja, das ist jetzt kostenabhängig von dem Zustand der Datenstruktur. Also Kosten einer Operation abhängig vom Zustand der Datenstruktur. Und das gibt sowohl die amortisierten als auch die tatsächlichen. So eine Berechnung ist einfach eine Folge von Zustandswechseln, die jeweils durch eine Operation hervorgerufen wird. Und dann sind halt die tatsächlichen Gesamtkosten einfach die Summe über alle Operationen und jeweils abhängig von dem Vorgängerzustand. Und die amortisierten Kosten ist das Analoge. Und was ich halt will, damit meine amortisierten Kosten, die ich postuliere, korrekt sind, ist, dass die tatsächlichen Kosten kleiner gleich eine Konstante plus die amortisierten Kosten sind. Für beliebige Operationen folgen. Fragen dazu? Ja, vielleicht nochmal zur Erinnerung, warum ist das wichtig? Warum ist das nicht nur eine abstrakte Definition, um Sie zu ärgern? Naja, man kann damit oft viel einfachere Datenstrukturen und Algorithmen angeben, als wenn man jetzt bestünde auf Worst-Case-Kosten in allen Fällen. Ja? Also es ist eigentlich eine Art, sich das Leben einfacher zu machen. Man muss dann nur bei der Analyse ein bisschen vorsichtiger sein. Und die Idee ist, Operationen auf einer Datenstruktur sind ja meistens kein Selbstzweck, sondern Teil eines komplexeren Algorithmus. Und uns interessiert meistens gar nicht, wie viel eine einzelne Operation kostet, uns interessiert eigentlich, wie lange dauert die Ausführung des kompletten Algorithmus. Und da sind amortisierte Komplexitäten genau das, was ich haben will. Ja, das ist die Idee dabei. Und das sollte man auch verstanden haben, weil wir auch versuchen werden, so Verständnisfragen zu stellen. Ja, dann haben wir auf der API-Ebene noch Sachen kennengelernt, wie Stapel, Schlangen, Double-Ended-Queue, die halt sozusagen eine Teilmenge dieses großen Operationszoos selektieren. Und das hat dann 2 Vorteile. Einerseits ist das sozusagen dann eine strukturiertere Programmierung. Sie haben eine stärkere Trennung von Benutzung und was unten drunter passiert. Und der Effizienzvorteil, der daraus folgen kann, ist, dass Sie dann die Repräsentationen austauschen können, viel leichter,
als wenn Sie sagen, oh, das muss eine allgemeine doppelt verkettete Liste sein und Sie brauchen aber nur einen Stack. Ja? Dann kann der Programmierer, der unten drunter was macht, die Repräsentation austauschen und Ihr Programm schneller machen, ohne dass Sie den High-Level-Code überhaupt ändern müssen. Ja, dann habe ich Stapel und FIFOs nochmal erklärt, was das ist. Wichtig war, dass das unser Beispiel war, um diese Datenstruktur zyklisches Array zu motivieren, wo man dann halt sagt, wir haben natürlich unsere Arrays, die fangen irgendwo an und haben auch irgendwo ein Ende. Man sagt ja auch im Karneval, alles hat ein Ende, nur die Wurst hat zwei. Ich war aber mal im Saarland und da ist es ganz anders. Die Würste haben kein Ende, das sind so Ringwürste, so Iliona auch. Da werden die Enden zusammengebunden, die haben kein Ende. Und das ist die Idee bei diesen Arrays. Ne? Die werden logisch zusammengebunden und dann kann ich zum Beispiel sagen, naja, eine FIFO ist halt irgendwie so eine Intervall von Objekten in dieser zyklischen Liste und dass da mal die Null dazwischen hängen darf, davon abstrahiere ich und das vereinfacht vieles und erlaubt uns eine elegante und effiziente Implementierung von Datenstrukturen wie FIFOs oder Double-Ended Queues. Und auch hier kann man dann wieder die Standardtricks verwenden, um die unbeschränkt zu machen. Kann man auch eine schöne Aufgabe zu stellen. Ne? Bauen Sie eine unbeschränkte Hash-Tabelle, Priority Queue, DAG, FIFO, geben Sie die Details an. Ja? Oder sagen Sie uns einfach nur was dazu. Ja, Anwendungen davon, DAGs habe ich schon gesagt. Genau, man kann jetzt sehr viel schöne Aufgaben stellen. Vergleichen Sie folgende beiden Datenstrukturen. So, das kennen Sie auch aus der Mittsemesterklausur schon. Das Engineering dazu ist jetzt hier nicht so wichtig. Vielleicht nochmal so ein bisschen der High-Level-Blick ist, es gibt halt eine ganze Familie von Datenstrukturen, die sehr viel miteinander gemein haben. Die repräsentieren Mengen von Objekten oder vielleicht lineare Anordnungen von Objekten mit verschiedensten Zusatzannahmen. Aber eigentlich sind das halt unabhängige Objekte. Da ist keine große Struktur drin, wie das zum Beispiel bei Graphen oder der Union-Find-Datenstruktur ist. Das waren unsere, soweit ich weiß, unsere einzigen Beispiele für wirklich komplexe Datenstrukturen. Logisch gesehen war alles andere sogenannte Collection Classes, nennt man das in C++ auch. Ich weiß nicht, ob es den Begriff in Java auch gibt. Ja? Ich habe eine Klasse, die eine Menge von Objekten repräsentiert, die vielleicht bestimmte Eigenschaften haben, zum Beispiel, dass ich die vergleichen können muss oder dass da eine Hash-Funktion drauf definiert sein muss. Aber ansonsten sind das eigentlich sehr allgemeine Objekte und ganz viele Programme und Algorithmen funktionieren halt so, dass sie solche Collection Classes brauchen, um verschiedenste Dinge zu machen. Ja? Und da haben wir eben neben diesen Arrays und Listen dann auch Hash-Tabellen kennengelernt, Prioritätslisten, Suchbäume, die fallen alle unter diese Kategorie. Aber Sie sollten halt nicht meinen, dass Datenstruktur gleichbedeutend ist mit einer Collection Class und sich deshalb in Erinnerung rufen, ein Graph ist auch eine Datenstruktur und dieses Union Find ist auch eine Datenstruktur. Ja, dann haben wir Hashing gemacht. Die Grundidee war eigentlich super einfach. Wir haben eine Hash-Funktion, die unsere Objekte aus irgendeiner großen Grundmenge abbildet auf eine sehr kompakte Grundmenge, einfach Zahlen. Und im Idealfall würde ich die gerne dann in so einem Array speichern, ein Objekt pro Array-Eintrag. Das geht leider so nur, wenn ich eine injektive Funktion habe oder eine sogenannte perfekte Hash-Funktion. Leider sind die nicht so leicht zu finden. Man hat eigentlich immer Kollisionen, gerade wenn man da zufällige Hashing oder sowas macht. Und dann gab es zwei grundlegende Arten, das aufzulösen. Entweder indem man dann in den Tabelleneinträgen gleich ganze Folgen von Objekten speichert. Das war dieses Hashing mit Verketten. Das haben wir uns dann sehr detailliert angeguckt, vor allem dann auch rigoros analysiert, haben dann gelernt, dass man da ja erstmal mit zufälligen Hash-Funktionen das relativ leicht analysieren kann. Dann aber gesagt, eigentlich zufällige Hash-Funktionen
sind gar nicht so leicht zu kriegen. Und haben uns dann universelles Hashing angeschaut, wo wir gesagt haben, wir nehmen nicht die Menge aller Hash-Funktionen, aus denen wir was zufällig auswählen, sondern eine sehr kleine Familie von Hash-Funktionen, die aber die Eigenschaft hat, dass sie universell ist. Das bedeutet, dass die Kollisionswahrscheinlichkeit gleich 1 durch die Tabellengröße ist oder eben den 1 durch der Wertebereich dieser Hash-Funktion. Und das hat nämlich bereits genügt, um nachzuweisen, dass für Hashing mit Verketten die wichtigsten Operationen in erwartet konstanter Zeit ablaufen. Ja? Wir haben dann diese Skalarproduktfunktion konkret als Beispiel kennengelernt für eine universelle Familie von Hash-Funktionen. Und dann haben dann aber gesagt, wenn wir jetzt die Einfachheit nicht so sehr auf der mathematischen Ebene haben wollen, sondern auf der Implementierungsebene, dann liegt es auch nahe, in den Tabelleneinträgen nicht Listen zu speichern, sondern einfach nur die Objekte selber. Und wenn man dann Kollisionen hat, halt einfach linear zu suchen nach dem nächsten freien Platz. Ja, das ist auch ganz einfach. Das Einzige, was man da dann, wo man ein bisschen aufpassen muss, ist beim Entfernen der Elemente. Weil wenn man das naiv macht, findet man bestimmte Sachen plötzlich nicht wieder. Sollten sich auch nochmal angucken, warum das so ist. Kann man auch schöne Aufgaben zu machen. Haben wir hier ein Beispiel gehabt. Und dann war so der Vergleich von den beiden Implementierungsarten relativ komplex. Ne? Also konnte noch nicht mal so richtig sagen, welche mehr Platz braucht. Ja, das hängt ganz stark davon ab, wie groß die Objekte sind, wie voll die Tabellen sind und so weiter. Ein paar Details, referenzielle Integrität, ja. Wenn Sie Zeiger auf Objekte irgendwie verwenden wollen, dann ist das bei Hashing mit Verketten kein Problem. Beim linearen Suchen ist das schon ein Problem, weil zumindest wenn Sie löschen, werden auch Objekte mal verschoben. Und dann sind die Zeiger da drauf plötzlich nicht mehr gültig. Da müssen Sie aufpassen. Ja? Aber das Fazit war eigentlich, beide Implementierungen sind sinnvoll. Das sollen Sie sich vielleicht merken und vielleicht auch begründen können. Ja, das war Blick über den Tellerrand. Sortieren. Und da habe ich halt erstmal definiert, was das genau ist. Ich denke, da haben Sie jetzt schon genug Anwendungen gesehen. Das ist übrigens auch in 2/3 der Klausuren gibt es eine Aufgabe. Hier ist ein Textproblem, lösen Sie das Problem, ja? Und dann ist die Lösung, in der Hälfte der Fälle benutzen Sie Sortieren oder Hashing. Meistens geht beides, ja? Und das sollten Sie wirklich üben, wie man aus einer Textaufgabe einen Algorithmus destilliert und Lösungen auf Basis von Hashing und Sortieren oder sowas entwickelt. Das sind die simpelsten Algorithmenentwurfsaufgaben, und wenn Sie die lösen können, haben Sie schon mal eine gute Chance auf eine gute Note. Für eine sehr gute Note müssen Sie wahrscheinlich ein bisschen mehr können. Ja? Ja, ich habe halt ganz viele Beispiele gezeigt. Ich hoffe, das ist inzwischen auch nochmal klarer geworden. Wir haben zum Beispiel dieses Rucksackproblem uns angeschaut. Ne? Wir haben nach Profitdichte sortiert. Wir haben Kruskals Algorithmus gehabt, wo man dann minimale Spannbäume berechnet, im Wesentlichen, indem man Kanten absteigend sortiert, und dann braucht man noch diese Union-Feind-Datenstruktur und der Rest ist trivial. Ja? Ja, wir haben dann erstmal so einfache quadratische Algorithmen kennengelernt, dann Merge Sort, das ist eigentlich in den meisten Fällen theoretisch das, was man haben will. Ne? Also n log n ist optimal vergleichsbasiert. Die untere Schranke sagt uns, besser geht's nicht, was Anzahl Vergleiche angeht. Dann haben wir uns trotzdem noch Quicksort angeschaut, weil es halt mal ein anderer Teil- und Herrscher-Algorithmen für Sortieren ist und der annähernd in place arbeitet. Und da konnte man dann auch viel schöne Algorithm Engineering Sachen dran demonstrieren. Ein anderer Grund für Quicksort sich anzuschauen ist, weil halt ein einfacher Linearzeitalgorithmus für das Auswahlproblem sehr einfach zu verstehen ist, wenn man Quicksort schon kennt. Und dann haben wir gesagt, Ecibage, die untere Schranke, gilt gar nicht. Wenn wir die Struktur der Schlüssel ausnutzen dürfen, können wir es unter Umständen schneller.
Und das sind auch beliebte Aufgaben in der Klausur. Ja, Frage da? Die Frage war, ob log von n-Fakultät das gleiche ist wie n log n. Das ist ein bisschen weniger, ne? Also log von, also log von n log n ist ja gerade log von n hoch n. N-Fakultät ist ein bisschen weniger, aber man kann relativ leicht zeigen, dass das n log n minus Theta von n ist. Ja? Also es ist fast genau n log n, bis auf einen Lower-Order-Term, der linear ist. Beantwortet das? Genau, also log n-Fakultät ist echt weniger als n log n. Ja. Sie haben gesagt, man kriegt log n-Fakultät immer vergleichsbasiert hin. Ja, das ist die untere Schranke, aber ich habe die Frage jetzt nicht verstanden. Ja, dann habe ich mich nicht sehr genau ausgedrückt. Also die untere Schranke ist nicht n log n, sondern n log n minus Theta von n. Oder ich könnte auch sagen, die untere Schranke ist log n Fakultät, aber dann kratzt man sich doch eine Weile am Kopf, was ist denn das jetzt? Das ist halt keine vereinfachte Ausdrucksweise, ja? Gut. Und die untere Schranke ist eben Theta n log n. Und die untere Schranke ist n log n plus minus Theta n. Ja? Okay. Wo war ich stehen geblieben? Was für die Klausur wichtiger ist, ist, dass wir ganz oft so Aufgaben haben wie, ja, lösen Sie das folgende Problem. Und wenn man näher hinguckt, müssen Sie als Unterprogramm sortieren. Und dann wollen wir aber plötzlich einen Linearzeitalgorithmus haben. Und dann können Sie entweder Hashing verwenden, dann haben Sie aber nur erwartet lineare Zeit. Und wenn Sie das Kleingedruckte nicht richtig gelesen haben, gibt es da Punktabzug. Und wenn Sie clever sind, argumentieren Sie aber, ja, die Schlüssel, die hier auftreten, sind so und so groß. Und dann kann ich Radix-Sort oder sowas verwenden und habe dann echt deterministisch lineare Zeit. Aber dann müssen Sie halt sorgfältig argumentieren, dass Sie nicht vergessen zu sagen, warum Sie Radix-Sort verwenden dürfen. Ja? Wenn die Schlüssel sehr groß sind, kann das nämlich auch mal schiefgehen. Also Sie können nicht einfach sagen, sortieren ist in linearer Zeit, siehe Vorlesungen, oder siehe Radix-Sort oder so. Weitere Fragen in der Richtung, sortieren, Selektion und so weiter. Genau, dann haben wir uns Insertion-Sort angeschaut, kann man auch wieder schön mit Schleifeninvarianten erklären, was da vor sich geht. Ganz wichtig hier war, dass der beste Fall hier ziemlich gut ist, linear, zum Beispiel ein Unterschied zu Selection-Sort. Und dann aber die spannende Sache war halt, sortieren durch Mischen, gibt ein O von n log n Algorithmus, die untere Schranke, wie gesagt, haben wir jetzt schon drüber geredet, dann Quicksort habe ich erst sehr High Level angegeben und als solchen auch analysiert, insbesondere schlechtester Fall quadratisch, da sollte man dann auch in der Lage sein, Beispiele anzugeben. Bester Fall ist hier jetzt nicht so spannend und wir haben es halt dann für den zufälligen Pivot analysiert und das Spannende dabei war, dass wir wirklich hier die asymptotische Laufzeit, also die erwartete Laufzeit sehr genau analysieren konnten, nämlich als 2 n ln n Vergleiche oder eine obere Schranke, die aber ziemlich tight ist für eine zufällige Pivot-Wahl. Und die Analyse lief halt so, dass man sehr prototypisch mit Indikatorzufallsvariablen und Linearität des Erwartungswerts gearbeitet hat. Und wenn man diese beiden Techniken kombiniert, läuft es am Ende immer darauf hinaus, so Wahrscheinlichkeiten auszurechnen, dass eine Indikatorzufallsvariable 1 ist. Ja? Und da hatten wir dann hier so ein kombinatorisches Argument. Und dann kam da halt raus, 2 durch Abstand der Elemente in der sortierten Ausgabe. Ja, ziemlich abstrakte Argumentation, aber eigentlich einfach.
Und dann war die Analyse nur noch so eine hässlich aussehende Summe, die deshalb hässlich war, weil sie hier eine Doppelsumme haben mit zwei Variablen, die beide hier drin vorkommen. Und dann war der entscheidende Trick, so eine Variablenumbenennung vorzunehmen, die dann aus den zwei Variablen eine macht. Und was dann übrig blieb, war nur noch diese harmonische Summe. Und das ist so ein Standardding, das man immer wieder in der Algorithmenanalyse braucht. Und das haben wir dann bewiesen, wie die harmonische Summe aussieht, indem wir da das durch Integrale nach oben und unten abgeschätzt haben. So, dann haben wir halt gesehen, dass man, dass es, wie war das? Genau, also dann haben wir uns so ein bisschen mehr Algorithm Engineering da angeschaut, wie mache ich jetzt eine echte In-Place-Implementierung von Quicksort, weil das der Hauptvorteil ist. Braucht kaum zusätzlichen Platz. Wie mache ich halt alles auf einem Array? Und da waren wieder die Invarianten wichtig, um zu verstehen, was man da hin und her schieben kann. Und war dann aber auch viele Beispiele dazu gemacht. Und dann gab es so einen Trick. Wir haben jetzt viel Aufwand da reingesteckt, den offensichtlichen Speicherverbrauch von Quicksort so weit zu drücken, dass das halt in place ist. Und dann kommt jemand und sagt, hallo, das stimmt ja gar nicht. Du brauchst ja noch für den Rekursionsstapel Platz. Und das ist dann im Worst Case schlimmer als alles andere. Und dann gab es halt diesen Trick der halbrekursiven Implementierung, dass hier nämlich nur ein rekursiver Aufruf gemacht wird, nämlich entweder auf der linken oder auf der rechten Hälfte, neben immer auf der kleineren Hälfte. Und das garantiert, dass der Rekursionsstapel höchstens logarithmisch tief wird. Das ist eine ganz wichtige Technik, um daraus eine robuste Implementierung zu kriegen. Ja, dann gab es noch Varianten, wo man nicht in zwei, sondern in drei Stücke partitioniert. Ist aber jetzt nicht so wichtig. Kann man vergleichen, Quicksort und Merge-Sort. Dann gab es noch ein wichtiges Konzept der Stabilität. Manchmal hätte man gerne Sortieralgorithmen, die die relative Reihenfolge von Elementen beibehalten, wenn die bezüglich der Vergleichsfunktion sich nicht unterscheiden. Zum Beispiel für Radix-Sort braucht man das, aber auch in anderen Anwendungen. Ja, Zeiten dazu. Dann, wie gesagt, das Selektionsproblem ist einfach eine Variante von Quicksort, wo ich immer nur in die eine Richtung Rekursion mache. Da kann man auch schöne Aufgaben bauen, wo man dann Varianten von Selektion baut. Mit etwas anderen Interfaces, aber die Techniken sind die gleichen. Ja? Also wäre es ganz gut verstanden zu haben, was hier passiert. Ja, genau, dann haben wir ganzzahliges Sortieren gemacht, was im Prinzip auf diesem Bucket-Sort hier beruht, wenn man sehr kleine Schlüssel hat. Das kann man auch wieder in Arrays implementieren, aber nicht so einfach in place. Das geht auch fast, aber das haben wir hier nicht gemacht. Und das kann man dann aufpumpen, wenn man mehrere Durchläufe durch die Daten macht, nicht nur K-Schlüssel, sondern K hoch D, wobei D die Anzahl Durchläufe ist. Und dann habe ich darauf hingewiesen, dass das tatsächlich die Technik ist, die bereits Herr Hollerit in seinen elektromechanischen Sortiermaschinen verwendet hat für die Volkszählung in den USA noch im 19. Jahrhundert. Ja, Vergleich von ganzzahlig vergleichsbasiert. Will ich jetzt nicht so viel zu sagen. Das war jetzt alles Blick über den Tellerrand. Prioritätslisten haben wir gemacht. Was ist das? Wieder Collection Class, ne? Menge von Objekten. Und die Grundobservationen sind Einfügen und Minimum löschen. Viele Anwendungen und dann unsere Implementierung, Binary Heaps. Und das Wichtigste war hier wieder die Invariante. Die sagt, ein Element ist immer größer gleich dem Parent in einem Baum. Und wir haben dann dafür gesorgt, dass unsere Baumstruktur die einfachst denkbare ist, fast. Nämlich ein binärer Heap, ein binärer Baum, der vollständig ist,
außer dass in der im letzten Ebene im rechten Bereich ein paar Löcher sein dürfen. Ja? Und diese Invariante, also einerseits was die Vergleiche angeht, diese Hiebeigenschaft, andererseits die Struktur dieses Baums, konnten wir halt sehr einfach aufrechterhalten über die Operationen einfügen und löschen, nämlich indem man Elemente rauf und runter schiebt in diesem Hieb. Ja? Und dann war da, wie gesagt, noch dieser Repräsentationstrick, wo man gesagt hat, wir können einen so strukturierten, fast vollständigen Binärbaum einfach in ein Array speichern und brauchen keine expliziten Zeiger auf Nachfolger. Sondern können Nachfolgerberechnungen machen, indem wir einfach sagen, das linke Kind von Stelle J ist 2J, das rechte Kind ist 2J plus 1 und der Älterknoten ist J halbe abgerundet. Fragen zu den Dingen? Ja, logarithmische Ausführungszeit für diese beiden Basisoperationen. Wir haben uns dann noch angeschaut, wie man den Hieb in linearer Zeit konstruieren kann. Und da gab es mehrere Implementierungen für von rechts nach links iterativ aufbauen, war dann die Analyse spannend. Wenn man dann den Hieb einmal hat, kann man durch sukzessives Delete Min auch eine Folge sortieren und kriegt dann Heapsort. Und bei adressierbaren Prioritätslisten hat man halt zusätzliche Operationen, insbesondere Löschen, Decrease Key, also Schlüssel verkleinern und manchmal auch Zusammenfügen von zwei Prioritätslisten. Ja, ich habe dann hier so mit Vorwärtsverweis gesagt, es gibt viele Greedy-Algorithmen, die eigentlich so adressierbare Prioritätslisten brauchen. Wir haben dann auch ein paar kennengelernt, nämlich den Dijkstra-Algorithmus für kürzeste Wege und den Jarnik-Prim-Algorithmus für minimale Spannbäume. Und ganz allgemein braucht man das halt ganz oft in Greedy-Algorithmen, weil was macht denn ein Greedy-Algorithmus? Ja, in jedem Schritt sucht er sich die Operation, die am vielversprechendsten ist. Jetzt habe ich halt alle Operationen, die ich durchführen kann, in der Prioritätsliste. Die vielversprechendste ist einfach das Minimum und jetzt brauche ich eine adressierbare Prioritätsliste, weil dadurch, dass ich eine Operation auswähle, kann es passieren, dass die Priorität von Operationen sich ändert. Und das ist die Stelle, wo es nicht mehr reicht, einfach zu sortieren. Wir haben Greedy-Algorithmen kennengelernt, wie den Kruskal-Algorithmus, wo man alle Operationen in Anführungszeichen von vornherein schon kannte. Bei Kruskal waren das einfach die Kanten. Und die Operation lautet halt, hier ist eine Kante, soll ich die einfügen oder nicht? Aber in den anderen Fällen kam was dazu oder veränderte sich. Und bei Dijkstra und Jarnik Prim waren das halt insbesondere die Abstände oder die Prioritäten der Knoten konnten sich ändern während der Laufzeit. Und dafür brauche ich eine adressierbare Prioritätsliste und ich brauche noch was anderes. Also um einen Greedy-Algorithmus effizient zu implementieren, muss ich nicht nur diese Prioritätsliste haben, sondern ich muss auch irgendwie feststellen können, was ändert sich denn. Das war bei diesen Graphen-Algorithmen, die wir uns angeschaut haben, relativ einfach, weil die Graph-Datenstruktur uns das im Prinzip gesagt hat. Da war das so, wenn wir einen Knoten rausgenommen haben, konnten sich nur die Nachbarn dieses Knoten in ihrer Priorität ändern. Und das haben wir dann halt gemacht. Ja, adressierbare binäre Heaps haben wir durch eine Indirektion gemacht, dass wir in dem Baum nicht die Elemente selber gespeichert haben, sondern nur Referenzen auf die Items. Und die hatten wieder Zeiger zurück und dann kann man das im Prinzip machen. Haben wir übrigens nicht im Detail durchgeführt, aber es wäre jetzt denkbar, Aufgaben zu stellen. Haben sie in der Übung gemacht, aber vielleicht kann man irgendwelche Varianten theoretisch auch in der Klausur machen. Ne? Implementieren Sie Insert auf adressierbaren Binary Heaps. Ja? Oder Sift Up, Sift Down. Also sowas sollte man schon dann sich vielleicht mal angeguckt haben. So,
Das war nicht so wichtig. Ja, so viel für heute und beim nächsten Mal mache ich das dann noch fertig. Danke schön.